Ciao zusammen, willkommen zurück beim Rayman in der Rappelkiste für Folge 2 von Leisure Suit Larry. Wet Dreams Don't Dry. Das habe ich vor etwa 10 Mal probiert. Ich habe übrigens etwas Lustiges herausgefunden, wenn wir hier bei Audio die Sprachausgabe ein bisschen Leute wollen. Machen jetzt wieder mal hören, wie das Spiel antwortet. Also, gut ist für alle männlichen Kollegen, gut ist eher das. Das ist hier nicht so gut. Also, spielen wir mal weiter. Wir haben jetzt hier zwei Craft Bier. Die können wir jetzt eigentlich reinbringen, oder? Jetzt werden wir influenced. Ich habe hier dieses Barbarenbräu. Das hat aber gedauert. Ich hatte in der Zeit schon 12 neue Matches auf Timber. Timber. De? Cheers. Moment, ich muss erst Fotos davon machen. 2 Minuten später. Jetzt aber. Cheers. Moment, ich muss noch die Video-Story filmen. 10 Minuten später. Lange Video-Story. Sie ist gesehen. Und das, obwohl es seltsam riecht. Achtet beim Trinken darauf, dass euer Lipgloss frisch aufgetragen ist. Sonst hinterlässt das keine süßen Spuren am Glas. Die machen sich nämlich prima um... 5 Minuten später. Und durch das Bier kann man nicht mal durchgucken. So dunkel ist das. Da müsst ihr mit den Selfies aufpassen. Ist total die Challenge, dass man nicht davon verdeckt wird. Aber, meine Lieben, ihr schafft das. 8 Minuten später. Das Bier ist... mega und wahr. Wenn ihr das Video mögt, drückt da unten auf Like und Fave und Thumbs Up und Stern und Herz und Push und hinterlasst einen Kommentar. Aber nur, wenn er lieb ist. Und teilt das Video auf Instagram, auf Facebook. 3 Minuten später hat jemand zusammengerechnet. Oh. Und vergesst nicht, meinen Channel zu abonnieren. Cheers. Cheers. Gar nicht schlecht. Naja. Oh, ich glaube, mir wird übel. Warte, ich will filmen, wie es dir schlecht geht. Hashtag fail. Ihr Mädels aus der Zukunft scheint Megan aus Stahl zu haben. Oder ihr seid Roboter. Sexy Roboter. Meine Gebete wurden erhört. Das ist so schön. Ich muss nur kurz auf Toilette, Baby. Geh nicht weg. Oje. Das wird knapp. Gut, ist vielleicht auch nach so langer Zeit gerade direkt mal das Bier nehmen. Da geht es zu den Jawohl, da bin ich durch. Mist, abgeschlossen. Lefty hat bestimmt einen Schlüssel. Lefty, Schlüssel, Lefty. Bitte. Lefty, was gibt's? Meine Gedärme lösen sich gerade auf. Es fühlt sich an, als würden tatsächlich Barbaren in meinen Bauch randalieren. Eine Katastrophe, wenn du mir... Eine Katastrophe, wenn du mir nicht sofort den Toilettenschlüssel gibst. Ich brauche sofort den verdammten Toilettenschlüssel! Gut, ach so, hier, bitte. Schnell. Ran. Ich kann nicht ran. Mist, ab. Ja, okay. So, zack, rein. Oh, der Schlüssel ist abgebrochen. Aber immerhin hat er vorher das Schloss entriegelt. Immerhin, da kommen wir jetzt rein. Zack, Instagram. Was ist das? Instagram? Was ist das? Halluziniere ich? Ich kann sie, aber das ist sicher das Handy, das da läutet. Nein, irgendwas ist da in diesem Schleimhaufen. Call of Duty. Wie Call of Duty einfach, ja. Toys, das frage ich mich immer noch. Das frage ich mich immer noch. Ich bin über Weihnachten Neujahr in den Bergen oben gewesen, also zwischen Weihnachten Neujahr. In jedem WC hat es so Toys. Ich frage mich, wer ja. Da ist doch irgendwas drin. Ich glaube, das wird mehr als Jux gekauft, als wirklich gebraucht. Hast du schon mal so etwas gekauft?
Schreib es jetzt in den Kommentar. Abonniert meinen Channel, drückt auf Thumbs up. Ah, oh, fuck. Also gut, Schleimhaus. Das fasse ich nicht einfach so an. Das habe ich fast vermutet. Haben wir irgendetwas? Schnürsenkel wird wahrscheinlich funktionieren. Okay. Aber kann das aufhören? Das nervt ja hure. Ah, da vorne hat es jetzt ein Papier. Drei Stück Toiletten. Ja, los. Können wir die anderen auch noch mitnehmen? Nein, weiss ja niemand. Eine Rolle reicht mir. Okay, kann man mit dem vielleicht... Damit könnte ich den Schleim wegmachen, jawohl. Aber meine Hände kämen näher, als mir lieb ist. Können wir dann Sachen mitnehmen? Die beiden Sachen funktionieren. Können wir dann einfach nur mit dem stehen? Ich habe genug ekliges Zeug für eine Nacht getrunken. Wir brauchen noch irgendetwas. Die Toilette hat sich wehgetan. Oh, nee. Ugh. Nein, da hat es das Loch. Da hat es das Loch. Was haben wir denn da? Sieht so aus, als hätte da mal ein Poster gehangen. Ja, leider kann ich nicht alle Anspielungen aufs Alte. Also, wenn irgendwelche da drin vorkommen, dann könnt ihr mich gerne darauf aufmerksam machen. Fühlt sich feucht an. Fühlt sich feucht an. Ja, so ein dämlicher Humor wie ich. Ohne Schrubber ist ein Besen auch nur ein Stück Holz. Jo, aber den können wir sicher nehmen. Können wir jetzt... Zack. Der würde nur durch den... Können wir dann das mit dem binden? Ja. Das habe ich ohne Ingenieurstudium hinbekommen. Aber nur ganz knapp. Und dann so. Okay, jetzt ganz vorsichtig. Sicher das Handy. So können wir sicher zum da Handy. Da ist eins von diesen leuchtenden Rechtecken drin. Oh, genau, das brauchen wir doch. So ein Leuchten... Nehmen wir mit. Aha. Wir sind jetzt Handy. Bewegungsalarm! Bewegungsalarm! Huch. Gesicht nicht erkannt. Fingerabdruck nicht erkannt. Geruch nicht erkannt. Identifizierung erforderlich. Wie läuft's denn so, Süße? What are you doing? Mein Name ist Larry. Larry Leffer. Stimme nicht erkannt. Raum nicht erkannt. Ortung nicht möglich. Erklärung! Erklärung! Wow. Das haben wir aber noch gar nicht. Ich hab den Schmodder weggemacht. Sei mal dankbar. Hilfe bestätigt. Starte Sicherheitsprotokoll. Bringen Sie mich sofort zurück ins Hauptquartier. Zuwiderhandlung wird verfolgt. Auch mir jetzt. Okay. Was bist du überhaupt für ein Ding? Diese Information ist nur für autorisiertes Personal verfügbar. Sie sind kein autorisiertes Personal. Hey, hallo? Wir sind doch... Voll autorisiert. Ich bin vielleicht nicht motorisiert, aber autorisiert. Und sag ruhig du. Name und Angestelltennummer? Larry Leffer. Nummer... Eins. ...69. Unbestätigt. Sofortige Rückkehr ins Hauptquartier nötig. Jetzt welches Hauptquartier? Gefunden? Prune Incorporated. Prune? Was soll das denn sein? Prune Incorporated ist ein Hardware- und Softwarehersteller, der vor allem für sein revolutionäres P-Phone bekannt ist. Das bin ich. Und für seine vielfältigen Apps wie Timber, der modernsten und offensten Dating-Software aller Zeiten. Das Hauptquartier von Prune befindet sich in New Lost Wages. Und dorthin willst du zurück? Geoortung nicht möglich. Bitte Aufenthaltsort angeben. Der beste Pub der Stadt. Du kommst ins Klo. Verrate ich nicht. Wir sind freundlich. Der beste Pub der Stadt. Bitte genaue Adresse angeben. Wenn du nicht weißt, was der beste Pub der Stadt ist, kann ich dir auch nicht helfen. Sicherheitsalarm. Leite Selbstzerstörung ein. 5, 4. Langsam. Hey, meine Güte, bist du empfindlich. Das war ein Witz. 3. Selbstzerstörung angehalten. Bitte gib den derzeitigen Aufenthaltsort an. Nein. 2. Lefties. Selbstzerstörung angehalten. Ich habe Lefties lokalisiert. Ein Unter wird gerufen. Unter was? In 24 Sekunden trifft dein Unterfahrzeug draußen ein. Bitte steig dort ein. Dann bin ich mal gespannt. 24 Sekunden. So, haben wir ja gar nicht mehr so viel Zeit. Ich will ja noch ein Ding schauen. Da hat jemand Kleingeld liegen lassen. Ja, das nehmen wir natürlich mit. Oder brauchen wir gerade... Ich check's echt nicht. Wieso das... Eigentum der Ostindien-Münzautomaten-Kompanie, erbaut 1732. Wow. Lefty scheint den aber etwas optimiert zu haben.
bisschen. Da kommt was raus. Oh. Okay, was will ich denn? Kondome mit Bananengeschmack. Vibratomizer 100 Szechuan-Sauce. Ja, komm. Hm, ich muss erst Geld einwerfen. Dann hau rein. Das hilft mir nicht. Besser nicht. Oh. Das ist gut, so wie es ist. Nein. Ich bin so schon pleite genug. Okay. Da ist nichts drin. Da kommt was raus. Aber da kommt doch etwas raus. Eigentum der Ostlefti scheint... Okay, was will ich denn? Geld in der Tür. Hm, ich... Und wir haben ja Geld. Das ist gut, so wie es ist. Okay, aber jetzt nicht, hä? Eigentlich das. Echt? Haben wir da hinten noch etwas? Nein. Sieht so aus, als hätte da mal... Fühlt sich feucht an. Okay, Eine Viertel-Dollar-Münze. Ah, die können wir vielleicht hin und her. Hier steht, wollt ihr ein schön Produkt ergattern, muss eine Golddublone durchs Getriebe rattern. Dollar nimmt die Maschine wohl nicht an. Hier steht, wollt ihr ein Dollar nimmt die... Okay, dann wird es schwieriger. Wenn man so schnell bis, das haben wir. Gehen wir mal wieder raus. Mal schauen, ob unsere Abbatterin oben ist. Jawohl, da ist dieses sie. Dieses leuchtende Ding in ihrer Hand scheint... Hm. Wo sind wir gewesen? Genug Smalltalk, Baby. Wie wäre es, wenn wir endlich, du weißt schon, zur Sache kommen? Wartest du hier auf jemanden? Warum guckst du dauernd auf das leuchtende Ding? Ja, das ist eine gute Frage. Warum guckst du dauernd auf dieses leuchtende Ding? Ich weiß. Das ist total veraltet. Schließlich kommt in ein paar Stunden schon das neue Modell raus und ich sollte mich mit diesem Ding hier gar nicht mehr blicken lassen. Ich mache dann einen Livestream von der Schlange beim Laden. Ich bin total excited. Aber was da immer für hässliche Nerds abhängen... Sie macht einen Livestream. Sprichst du immer noch von diesem Ding in deiner Hand? Jetzt hör auf damit. Ich habe doch schon zugegeben, dass das uncool und alt ist. Ja, sowas von letztes Jahr. Sei nicht so gemein. Wir sind ja nicht gemein. Aber es ist noch lustig, weil eigentlich selbst so ein Spiel, wo ja wirklich auf... Und dass da die unterste Schublade ist, ist die irgendwo da unten. Wie selbst das Spiel eigentlich wirklich Tatsachen angreift von heute. Ich meine, wie viel schaut ich inklusive, du übrigens auch, weil du schaust jetzt gerade, vermutlich. Die ganze Zeit auf das Ding starren, das ist unglaublich. Aber es hat halt auch so viele Möglichkeiten. Ja, ist ein schmaler Grad. Genug Smalltalk, Baby. Wie wär's, wenn wir endlich, du weißt schon, zur Sache kommen? Du meinst, wir sollten uns verlinken? Also körperlich. Ja? Was? Was? Oh Gott, er wird schlagen. Wartest du hier auf jemanden? Außer mir? Naja, mein Timber-Date kommt wohl nicht mehr. Der Typ hat mich wohl versetzt, ey. FML. Echt doof. Dieser Lance macht auf Bildern echt was her und wäre super für meine Selfies. FML. FML? FML kann ich gar nicht. Du meinst, wieso? Da kommt aber nichts Gleiche. Was? Okay, dann. Bis später. Können wir ihm vielleicht noch fragen, wieso es der Automat nicht funktioniert? Also. Nein. Bis später, Lefty. Ciao, Lefty. Gehen wir da hinten rein? Fest verschlossen. Und wir haben da keinen Schlüssel mehr. Nein. Okay, da haben wir da eigentlich ziemlich alles gemacht. Dann gehen wir mal raus schauen, was das für ein Unterfahrzeug ist. Das wird dann mal das sein. Leuchtendes Rechteck? Ja. Warum heißen die Taxis jetzt unter? Und warum hat es kein Taxischild? Suche Taxi. Information gefunden. Taxis sind eine antike Fortbewegungsmethode, die durch hochmoderne Unterwagen ersetzt wurden. Unter ist eine Tochtergesellschaft der Prune Incorporated. Prune. Ist das eine Plume? Prune, ja. Muss ich nicht dem Fahrer sagen, wohin es geht? Das weiß er schon. Woher? Ich habe es ihm gesagt. Du hast doch gar nicht mit ihm gesprochen. Ich habe es ihm auf sein Smartphone geschickt. Smart was? Sein leuchtendes Rechteck. Ach so. Ich fahre einfach da. Das ist Magie, oder? Nein.
Wie heißt du eigentlich? Ich habe keinen Namen. Jeder hat einen Namen. Du kannst dir einen aussuchen. Oh, dann... Oh, Kim, Cindy, Madonna. Kim klingt schön, oder? Wie ich dann immer das Lied von Eminem denke, das nicht so gut endet. Aber Cindy. Oh. Aber Cindy. Cindy? Auswahl gespeichert. Okay. Kannst du mir mehr darüber sagen, was in den letzten Jahrzehnten alles passiert ist? Ich muss es nicht sagen. Ich kann es dir zeigen. Soll ich das tun? Gern. Starte Videorückblick. Ja. Oh, der gute Ronald. Was wohl aus dem geworden ist? Oh. Ach je. Und dann? Aber doch nicht. Haha, genau das hätte ich auch. Oh Gott. Oh, das ist neu. Milena kommt die neue Welt. Der? Und dann der? Das alles zu verdauen wird einige Zeit brauchen. Okay, das reicht. Sind wir bald da? Wir erreichen gleich unser Ziel. Verdammt, ich habe gar kein Geld, um die Fahrt zu bezahlen. Sie ist schon bezahlt. Hast du es auf sein Smartphone geschickt? Genau. Jetzt sei mal ehrlich. Das ist doch Magie. Es ist Magie. Leisure Suit Larry. Oh, wie perfekt, dass es gerade an meinem Kopf aufhört. Wet dreams don't dry. Was ist das denn für ein Gebäude? Das Hauptquartier von Prune Incorporated. So viel konnte ich mir schon zusammenreimen. Also. Dir ist aber schon klar, dass das Ding eher nach einem Pen... BJ hat das Gebäude persönlich entworfen und er nimmt Kritik sehr persönlich. Bitte vermeiden. Ich mag auch einen BJ. BJ. Bill Jobs. Der Bill CEO Jobs. Von Prune. Mein Erfinder. Mein Herr und Gebieter. Das Zentrum meines Universums. Der hellste Stern am Himmel der Technologiekonzerne. Der intelligenteste... Du bist ein Fan. Versteh schon. Bring mich schnell zu ihm. Und niemand anders darf mich sehen. Ich bin ein streng geheimer Prototyp. Jetzt mach nicht so einen Stress. Du hast im Lefties in einem Haufen Glibber gesteckt. Das ist nicht gerade streng geheim. Ich weiß selbst nicht, wie ich dorthin gekommen bin. Schätzchen, dir geht es wie mir. Wo soll ich dich hinbringen? Nach oben in das Skyloft. Dort ist BJs Büro. Nein. Das auch noch. Ist schon klar. Ja. Okay. Erinnere mich gerade ein bisschen an I Met Your Mother. Und das, also sorry. Ja. You're nothing without it. New. Okay, was haben wir da? Thermobecher. Ein Trinkbecher. Nehmen wir mit. Aber immer braucht. Der Arby Vogel. Der ist noch gut. Der Arby Vogel ist da voll ins Zeug reingerast. Ja, aber nein. Das Gebäude sieht einfach aus wie ein riesen Schniepel. Ein Aufsteller ohne Inhalt. Kann man auch mitnehmen. Hier könnte man einen Flyer anbringen. Zum Beispiel... Hält Getränke warm oder kalt? Ich weiß auch noch kein Flyer. Wahrscheinlich können wir nicht einfach so... wahrscheinlich können wir nicht einfach so rein, oder? Probieren wir mal. Ah, doch. Ui. Brainiac Bar. 2018. VR, Pop-VR-Brille. Sofort mit Kamera. Was können wir denn da alles machen? Schmal. Wenn da mehr als zwei Leute reingehen, kommt es automatisch zum Gruppensex. Dafür braucht man wohl eine Zugangskarte. Also, es ist übrigens so ein Lift. Egal, wo ich mich her tue, ich bin im Weg. Soll ich mich echt nachher mal... Soll ich mich echt mal rausnehmen nachher? Irgendwie überall im Weg. Vielleicht braucht es mich ja gar nicht. Vielleicht ist es sehr gescheiter, weil ich bei dem Spiel nicht so direkt gesehen bin. Der Finley und der Kyle. Er guckt, als wären seine Gedanken woanders. Ja, da, ja nein, er nicht. Er guckt, als hätte er überhaupt keine Gedanken. Okay, hauen wir mal die zwei an. Hallo, könnt ihr... Und dann? Dann habe ich sie komplett enthüllt. Und dann? Dann habe ich den Ständer rausgeholt. Und dann, und dann, und dann? Dann habe ich sie auf den Ständer gesetzt. Ganz langsam. Oh...
Ich musste sie mit beiden Händen packen und immer tiefer drücken. Oh Mann. Ich hoffe, ich kann mir auch bald so eine teure Soundanlage leisten. Sein Gesicht spricht einfach Bände, wie man dann sagt. Und dann? Dann habe ich... Moment, wer bist du denn? Larry Leffer. Ich habe hier so ein Ding, das mich zutextet. Das will hier irgendwo hin. Was für ein Ding? Moment, ich habe doch gesagt, dass... Das hier. Niemand sehen darf. Ist das ein... Oh. Das ist doch... Das neue Modell. Der geheime Prototyp. Es ist wunderschön. Vielen Dank für die Blumen. Und jetzt steck mich wieder weg, bevor der Sabba auf mich... Okay, zu spät. Woher hast du... Wie... Ja, wenn ich das wüsste. Das habe ich in einem Schleimhaufen gefunden. Wie ist der nur dorthin gekommen? Ruhe jetzt! Er soll mich in die Chefetage bringen. Und kein Wort zu irgendwem. Ja, Herrin. Okay, schnell. Da hinten ist der Lift. Hier hast du eine Zugangskarte zur einmaligen Benutzung. Okay. Und steck den Prototypen wieder weg. Na dann. Wir sind die wieder versorgen, aber ihr zwei... Worauf wartest du noch? Du kannst mit der Zugangskarte den Aufzug nur einmal benutzen. Das war jetzt die falsche Stimme. Das wäre im Sinne gewesen. Worauf wartest du noch? Du kannst mit der Zugangskarte den Aufzug nur einmal benutzen. Das stimmt, nicht. Wenn du mich fragst, aber vielleicht liegt ja falsch. Worauf? Ja, okay, aber ich will noch schnell dir... Sehen Sie die Zukunft schon heute? Danke, so geht's mir schon den ganzen Tag. Definitiv, aber man muss probieren. Unbestätigt. Sofortige Rückkehr ins Hauptquartier nötig. Ach, schon. Nach oben in der Skyloft. Dort ist BJs Büro. BJ Blazkowicz. Unbestätigt. Nach oben. Okay, dann gehen wir halt rauf. Ich habe vorher... Dafür braucht man wohl eine Zugangskarte. Ich habe vorher noch gegessen. Jetzt habe ich die ganze Zeit so ein Pfefferkörnchen. Wo du da... Hust. Prune Skyloft. Los. Oh nein, das habe ich jetzt wahrscheinlich verdeckt. Ich bin ein Double. Das ist eine einzige Katastrophe. Wie konnte das passieren? Wir untersuchen noch alles. Aber wir haben das Notsignal empfangen und der Prototyp ist auf dem Weg hierher. Wer hat ihn? Das ist noch unbekannt. Ich will wissen, wer dafür verantwortlich ist. Ich werde ihn hochkant feuern, auf Schadensersatz verklagen. BJ. Und wenn das nochmal passiert, werde ich den ganzen Laden dicht machen. BJ. Was? Ganz ruhig. Der Prototyp ist auf dem Weg hierher. Alles ist für die Präsentation vorbereitet. Es sind nur noch die letzten technischen Details zu klären. Wir sind im Plan. Ja, du hast recht. Ich sollte mich darauf konzentrieren. Es geht einfach. Hast du den Prototypen? Zuerst mal, ich bin Name, wie ist dein Larry? Oh, ich bin Name. Wie ist dein Larry? Was? Der Prototyp. Pronto! Entschuldige ihn. Er steht gerade etwas unter Druck. Ich bin Faith. Das ist, wie du sicher weißt, BJ. Larry. Larry Leffer. Es ist mir eine Freude, dich kennenzulernen, Larry. Es wäre mir eine Freude, wenn du endlich das Ding rausholst. Okay, aber ich muss dich warnen. Er ist ganz schön groß. Stimmt gar nicht. Ich bin das dünnste Modell aller Zeiten. Ach so, du meinst dieses Gerät, das nicht die Klappe hält? Was ist das nochmal für ein Kerl? Du kennst ihn nicht? Nein. Unter welchem Stein hast du gelebt? Genau genommen, unter der Straße. Also, das ist Bill Jobs, der legendäre Gründer und CEO von Prune Incorporated. Und ein Genie. Und natürlich ein Genie. Bill Jobs, einfach Bill Gates und Steve Jobs zusammen in einer Person gehen da so ein. Mit so einem... Bär. Was ist das überhaupt für ein quatschendes Ding? Das ist unser P-Phone. Hast du etwa keins? Nein. Nein? Wofür sollte ich so ein Gerät brauchen, das mich die ganze Zeit komisch anlabert? Nun, es ist ein Mobiltelefon. Ein Musikspieler, ein revolutionäres Kommunikationsgerät. Verstehst du? Es sind nicht drei Geräte, es ist ein Gerät. Es ist der also Gerät. Auch noch schizophren? Irgendwann werde ich euch alle töten. Was? Nichts. Kann ich dieses Ding für ein Date mit dir eintauschen? Haha, sehr witzig. Ich kann Witz. Moment, du meinst das ernst?
Natürlich. Ich habe gerade gesehen, ich bin schon wieder bei 24-25 Minuten Aufnahme jetzt. Ich verpasse völlig Zeit, aber es ist lustig. Wie ist es nun mit einem Date? Nun, du siehst aus wie... Sag nichts. Ich bin mir meiner Ausstrahlung bewusst. Und du bist auch nur eine Frau. Daran muss es liegen. Kannst du mich jetzt endlich erlösen? Ah, danke. Endlich wieder in vertrauten Händen. Wir müssen den Prototypen durchchecken. Unsere leitende Ingenieurin muss ihn neu kalibrieren. Und dass mir sowas nie wieder passiert. Sonst hat das Konsequenzen. Also, was unser Date angeht... Du bist jedenfalls hartnäckig. Yep. Ich bin besonders hartnäckig, ja. Das würde ich jetzt einfach mal als ein Ja interpretieren. Larry, ich habe keine Zeit für Verabredungen. Deswegen treffe ich mich nur über Timber. Timber? Die Dating-App, die wir hier bei Prune entwickeln. Die App, die das Liebesleben aller Menschen revolutioniert hat. Mhm. Ach, die? Natürlich. Tolle App. Hab direkt zwei davon gekauft. Und nimm's nicht persönlich. Ich glaube nicht, dass dein Profil dort genug Punkte hat. Unter 90 Punkten nehme ich keine Anfrage an. So ein Zufall. Ich habe 90. Es gibt nur 4 Männer, die mehr als 90 Punkte haben. Und ich kenne sie alle. Du hast dir sowieso einen Finderlohn verdient, Larry. Hier, ein Gutschein für ein P-Phone. Den kannst du direkt unten im Laden einlösen. Dann kannst du dir auch Timber installieren. Und wenn ich da 90 Punkte habe, gehst du mit mir aus. Aber natürlich, Larry. 90 Punkte in Timber sind für einen Kerl wie dich doch ein Klacks. Geh nicht weg. Das wird nicht lange dauern. Wo ist dieser jämmerliche Typ denn ausgebuddelt worden? Rayman's Rappelkiste. Ah, oh, nice. Ja, genial. Also das wäre Folge 2 gewesen. Man macht da nochmal einen kleinen Cut. Ich... Da oben ist irgendwie... Komm, ich mach doch einfach mal so. So, jetzt kommen da meine Beine zur Geltung. Das wäre Folge 2 gewesen. Wäre cool, wenn ihr bei Folge 3 wieder dabei wäre. Das nimmt mich auch gewundert, wie es weitergeht. Nachher installieren wir Timber auf unserem Smartphone oder dem blinkenden Rechteck. Und dann schauen wir, dass wir über 90 Punkte bekommen und Faith könnt auf ein Date einladen. Hey, danke fürs dabei sein bis dahin. Wäre cool, wenn wir sich in der nächsten Folge wieder sehen. Bis dahin, bleiben sauber, macht keinen Scheiß. Ciao.